Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Jurassic World. Und ihr wundert euch sicherlich, warum ich hier schon rumlaufe. Ich bin schon fleißig am Farmen, nämlich Fleisch für unseren Alo, weil der muss gleich gut versorgt sein. Ich habe nämlich einiges vor heute, was auch ein wenig Zeit in Anspruch nehmen wird. Denn wir haben ja beim letzten Mal so ein bisschen den Grundstein für unseren Park gesetzt, zumindest unser erstes Rangerhaus und ja, das erste vorläufige Gehege. Aber ich möchte heute richtig mit dem Park anfangen. Das heißt, ich möchte mit euch gemeinsam das Jurassic World Tor nachbauen. Und dafür habe ich auch eine andere Mod installiert, die das Ganze hoffentlich schön detailreich dann für uns gestalten wird. Das heißt, es wird alles ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nehmen und dementsprechend möchte ich hier halt schon mal Fleisch farmen. Für unsere Tierchen, aber hier ist ja ohne Ende. Und ja, 1 Million Kühe. Mega gut. So, lieber Alo, du kriegst jetzt ganz viel Fleisch. Dann bist du, denke ich, erstmal mega gut versorgt. Bis zu 10.000 kann man da reinpacken. Das ist ja krass. Na, ist ja auch egal. Geht's dir denn gut? Ja, ne? Ich will kurz nochmal checken. Ja, den geht's super. Der ist wohl genährt. 14 Jahre. Alles bestens. Bin jetzt auch mal in den Kreativmodus gewechselt, denn wir werden heute sehr viel im Kreativmodus bauen. Und ich suche jetzt erstmal einen geeigneten Ort raus, hier vorne auf der Wiese, wo wir das Ganze anfangen, unseren Park. Ich glaube, hier vorne ist gar nicht so schlecht. Wenn wir hier einfach anfangen, dann haben wir da noch ein bisschen Platz und dann kommen wir irgendwann Richtung Berg. Ich glaube, das ist ganz cool. Und an dieser Stelle geht es dann auch direkt los mit einem etwas längeren Speedbuild-Part. Wir nehmen uns nämlich jetzt das Jurassic World Tor endlich vor und nehmen es mal in Angriff. Das Logo übrigens, das Jurassic World Logo, habe ich wieder mit Gemälden gemacht, beziehungsweise mit Paintings. Und diese Kamerafahrten habe ich mit einer Replay-Mod gemacht. Also wenn die mal nicht ganz so 1A sind und mega perfekt, dann seid mir da bitte nicht böse, weil ich halt mit den Mods noch keinerlei Erfahrung oder so habe. Aber ich denke mal, das wird die nächsten Folgen dann auch alles noch ein bisschen schöner und angenehmer werden. Aber ich finde die Lösung so eigentlich ganz cool zum Zuschauen, muss ich sagen. Jetzt seht ihr auch schon direkt die nächste Mod, nämlich Chisel und Bits. Damit kann man wirklich richtig viele Details in seine Bauten einbringen. Also ihr seht das schon, man kann da wirklich pixelgenau diese Blöcke nochmal zerlegen und dann eigentlich fast jede Form erstellen, wie man sie gerne hätte. Bei dem Bau hatte ich natürlich auf dem zweiten Bildschirm immer ein Originalfoto vom Tor offen, um das Ganze dann so genau wie möglich auch nachgebaut zu bekommen. Vom Hauptmaterial her habe ich mich, glaube ich, für Ton entschieden. Ja, ich glaube, das müsste Ton gewesen sein, weil ich fand, das hat am besten von der, ja, wie sagt man denn, vom Material her, also von der Oberfläche, von der Textur und auch von der Farbe gepasst. Also es kam schon dadurch sehr nah ans Original ran. Und jetzt seht ihr mich auch schon, wie ich hier die vordere Front von dem Tor mache. Da habe ich extra nochmal so einen Block gemacht, der zum Beispiel ein Drittel breit ist wie ein normaler Block, damit das Ganze dann später alles ein bisschen unterschiedliche Tiefe bekommt. Und ich habe auch bei jeder Blockreihe so eine Einkerbung oben gemacht, weil im Original hat das Tor das auch. Das sind halt diese, ja, diese Kerben zwischen den einzelnen Steinen. Und das habe ich halt versucht, damit auch darzustellen. Als nächstes ging es dann an den, ja, meiner Meinung nach schwersten Bereich, nämlich dieser Bereich, wo der Schriftzug dann später stehen soll. Ich habe da übrigens diesen Andesit-Block platziert oder diese beiden Andesit-Blöcke platziert, damit ich noch eine Orientierung habe, wo die Blöcke anfangen und wo die enden, weil bei den Andesit-Blocken kann man das immer ganz gut sehen, weil die halt so einen helleren und dunkleren Rand haben und ja, das habe ich halt einfach nur zur Orientierung benutzt, die kommen da gleich wieder weg, keine Sorge. Jetzt kommt aber echt erstmal viel Friemelarbeit und hin und her, da habe ich auch relativ viel dann rausgeschnitten, weil ich da immer echt viel mich umentschieden habe und sowas. Ich kann aber schon mal sagen, dass ich von den Proportionen von dem Tor nicht ganz zu 100% die richtigen getroffen habe, aber das fand ich dann auch ehrlich gesagt nicht so schlimm. Das Problem ist auch so ein bisschen an dieser Chisel- und Bits-Mod, dass man so unfassbar viele Möglichkeiten hat,
dass dann auch so ein Bau von einem Tor mehrere Tage dauern könnte, wenn man dann wirklich so viel Zeit investieren möchte. Das möchte ich natürlich nicht. Deshalb muss man dann irgendwo ein bisschen auf Originalgetreuheit und Details und sowas verzichten. Als nächstes ging es dann an die Holztür. Da war leider das Problem, dass meine Aufnahme kaputt war, aber im Prinzip war es genau das gleiche, halt nur mit einem anderen Material. Und jetzt seht ihr mich hier gerade noch, wie ich versuche, diese Querbalken so ein bisschen da einzubauen. Das war gar nicht so einfach, musste ich ein bisschen hin und her probieren, habe ich aber im Endeffekt dann auch einigermaßen gut hinbekommen. Euch ist sicherlich schon aufgefallen, dass ich erstmal nur die eine Seite fertig gebaut habe. Das hat einfach den Grund, weil es auch eine Funktion gibt, zu spiegeln und zu kopieren. Und genau das wollte ich dann auf der anderen Seite so machen. Wäre halt der leichteste, schnellste und genaueste Weg. Und ja, ich habe es auch hinbekommen. Allerdings habe ich es, glaube ich, auf eine relativ umständliche Art und Weise gemacht. Also da werde ich wahrscheinlich die nächsten Male, wenn ich baue, ein wenig klüger sein und das nochmal anders ausprobieren und hoffentlich dann besser gelöst kriegen, weil hat halt alles ein bisschen zu lange gedauert, meiner Meinung nach. Aber ist ja egal, das Ergebnis zählt. Und wenn man Sachen kopiert von der rechten auf die linke Seite, ist es dann natürlich auch zu 100% blockgenau, dass es wirklich symmetrisch ist und sowas. Das ist natürlich auch dann ganz wichtig. Und was ihr auch gar nicht gesehen habt gerade, sind diese Lampen, diese Fackelhalter da rechts, die drei Stück. Die habe ich auch noch gebaut, aber das ist ja an sich auch nichts Besonderes. Und eine relativ simple Form. Dann habe ich auch noch die Holztür rüber kopiert auf die andere Seite. Wichtig ist natürlich noch, dass man das Ganze wirklich alles spiegeln muss, weil das sonst natürlich nicht passen würde, weil es halt die andere Seite ist. Und dann habe ich erstmal ganz, ganz viele Sachen ausprobiert, um irgendwie Feuer an diese Fackelstellen zu bekommen. Ich habe Mods installiert, ich habe sonst was für Sachen ausprobiert. Aber letztendlich brauchte ich gar keine Mod, denn ich konnte solche lilanen Command-Blöcke benutzen. Die habe ich einfach im Boden vor dem Tor versteckt. Und mit diesen konnte man Partikel erzeugen und dann sozusagen Flammen erzeugen und mit Koordinaten an die richtige Stelle platzieren. Dabei hat Asa mir noch kurz geholfen. Vielen, vielen Dank, Asa, falls du das siehst. Und ich muss sagen, mit dem Feuer sah das Ganze dann schon viel, viel schicker aus. Und dann ging es natürlich auch noch um die Gestaltung drumherum. Ich habe jetzt einfach erstmal einen straighten Weg da durchgebaut. Das kann sein, dass er sich im Nachhinein noch ein bisschen ändern wird. Dann sind natürlich noch Bepflanzungen dazugekommen. Gerade viele Farne und sowas habe ich platziert. Und auch zwischendrin noch ein paar Blumen, um das Ganze ein wenig bunter auch zu gestalten. Bei den Bäumen habe ich mich für Tropenbäume entschieden, weil die halt am dschungeligsten aussehen und ich denke, so ein Dschungelthema ist da auch am interessantesten. Ich habe übrigens auch so einen Baum von der Mod ausprobiert, von der Dino-Mod. Und der hat mir von den Texturen und Farben nicht ganz so gut gefallen, deswegen habe ich den wieder abgerissen und habe dann letztendlich wirklich diese Dschungelbäume da platziert. Ich hätte gerne noch ein paar mehr von diesen Riesenbäumen gehabt, die man mit Viersetzlingen macht und Knochenmehl. Hat aber irgendwie nur an der einen Stelle funktioniert. Aber ich habe dann teilweise halt auch noch selber Bäume gebaut an den Stellen, wo es ein bisschen dichter sein sollte. Und ja, ein bisschen den Feinschliff gemacht. Und dann war eigentlich unser Jurassic World Eingang soweit schon fertig. So sah das Ganze dann bei Sonnenuntergang aus. Und auch bei Nacht sah das Ganze mit den Fackeln richtig cool aus. Und ja, Leute, das soll es mit der heutigen Folge von Minecraft Jurassic World gewesen sein. Heute mal keine Action, sondern nur bauen. Aber ich habe viel dazu gelernt, was ich dann auch in den nächsten Folgen hoffentlich alles anwenden kann.
Falls euch die heutige Folge gefallen haben sollte, würde ich mich über ein Like freuen. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.